Nee, da hockt links auch einer. Warte mal, wir strafen um die Ecke. Und okay, der Plan war, in Gerugons Helmköpfchen, wir schleichen jetzt um die Ecke. Also wir gehen seitlich um die Ecke und hauen die Milizionär sofort eine rein. Was passiert ist, sie gehen um die Ecke, kriegen vom Milizionär eine reingehauen, Alana wird gleich K.O. geschlagen und dann kriegen sie noch einen Pfeil in die Seite. So war das nicht geplant. Du hau den und treff nicht. Du hau den und verfehl und du hast keine Zauberpunkte. Das ist nicht gut. Okay, hauen. Hauen. Hast du einen Spruch um Bewusstlosigkeit wieder? Weckt das anvisierte schlafende Gruppenmitglied auf. Du schläfst nicht, du bist betäubt. Nee, gar nicht ohnmächtig. Gucken wir mal genau, wie das heißt. Gar nichts. Ist kein Statuseffekt. Sie ist einfach K.O. Mach mal eine Heilung. So. Hauen, hauen. Eis. Damit er schnell weg ist. Schon wieder auf. Und woran ist jetzt gestorben? Achso, Tirik hat zurückgeschlagen. Räuber greift Tirik ein. Nein. Miliz löst die Fähigkeit betäubende Schläge aus. Miliz ist tot. Okay. Du schieß, Eis, schieß. Komm, wir gehen einfach ran, hauen ihn kaputt. So. Hauen, hauen, hauen. So. Also, du trink bitte einen davon. Du trink bitte einen davon. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh. Höhlensystem. Ich habe nicht damit gerechnet, Tunnel wie diese unter dem Gebäude zu finden. Das ist beunruhigend. Ich habe Geschichten über ganze unterirdische Städte gehört, die sich unter der Arguin-Halbinsel verstecken. Aber ich habe immer gedacht, es seien eben nur Geschichten. Ah, oh, sind ein paar mehr. Und Talana ist vergiftet. Okay, Talana. Gegengift. Du. Schießen. Du schießen. Du jetzt schon mal Heilung. Wir den nächsten Runden halt durchregenerieren. Du Feuer. Du Hauen. Du Hauen. Du Schutz. Und den Rest schaffen wir so. Nee. Na komm, erstmal hauen. 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 Zaubertrank. Ja, hau gegen den magischen Schild. Hau. Hau. Kann Tirik jetzt zweimal angreifen oder habe ich gerade aus dem Talan angegriffen? Muss ich gleich mal drauf achten. Eisschatz. Ja, Talana ist zuerst ausgewählt, okay. Du. Na komm, mach Gegengift. Hauen. Eis. Feuer. Weg mit dir. Stufenanstieg für Talana. Sehr gut. Weil sie halt den letzten Schlag gelandet hat, kriegt sie mehr Erfahrungspunkte. Hinten sind noch mehr Diebe. Ich will mal kurz die Nischen hier abklappern, ob hier irgendwas noch liegt. Hier nicht. Hier auch nichts. Wie sieht mit Essen aus? Wir haben noch 4 Essen. Wir müssen mal nicht wirklich schlafen. Da gab es keine Abzweigung, ne? Nee, da war der Raum, wo der Gardist drin stand, der uns sofort eine verpasst hat und Talana K.O. geschlagen hat. Gut. Stufenanstieg. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Bestätigen. Fähigkeiten. Feuermagie. Steigt immer noch um 5% pro Punkt. Also können wir es jetzt fleißig weiter steigern bis zum Meisterrang. Warum kann sie eigentlich kein Großmeister werden? Ah, es wird wahrscheinlich sein wie in alten Teilen, dass sie zuerst einen Klassenaufstieg braucht. Von Freimagier zu Erzmagier oder was auch immer da sein wird. Und dann kriegt sie erst die Großmeisterränge.
Aber gut, was genau wollen wir jetzt? Experte in Mystik haben wir noch nicht. Primärmagie. Gegner von euch gewirkte Primärzauber werden 10% Widerstand gegen Primärmagie der Ziele ignorierend. Ist das bei Feuer auch so? Nee, Feuer macht einfach nur mehr Schaden. Also ist Primärmagie eine Art von Magie, die dazu da ist, Resistenzen zu umgehen? Das wäre interessant, wenn man auf einen feindlichen Zauberer trifft, meinetwegen gegen Feuerelementare oder dergleichen, und der halt einen recht hohen Feuerschutz hat. Dann könnte man auf Primärmagie switchen und damit dann mehr Schaden machen. Haben wir denn Primärmagie überhaupt irgendwas Schadensartiges? Keine Abwendung. Das hier ist Primärmagie, aber nie. Nö, haben wir noch keinen Kampfzauber. Und solange wir keinen Kampfzauber haben, werde ich auch nichts steigern. Also Feuermagie, Feuer, 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 Feuer. Brenne. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Oh, da war gerade irgendwas zum Anklicken. Wow. Okay. Schießen, schießen. Schild. Näher ran. Näher ran. Wow. Okay. Feuer. Hat sie gerade einen Banditen gewone-hittet? Okay. Hauen. Hauen. Sie ist auch K.O. Kommt schon, Jungs. Ihr schafft das. Hau. 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 Weg mit dir. Garstig, garstig. Ich glaube, jetzt sollten wir schlafen gehen. Erstmal eine ruhigere Ecke finden. So, das müsste hier eigentlich schon fast reichen. Nee. Hier ist okay. Okay, du mach vor noch deinen Stufenanstieg. Wir hätten gerne Vitalität. Wir bräuchten eigentlich einen Charakter mit einer recht hohen Wahrnehmung, um eventuell Fallen zu entdecken und dergleichen. Das fehlt uns halt momentan, weil wir keine Scout-Klasse haben. Aber nicht direkt. Nee. Ein Punkt Wahrnehmung ist okay. Ansonsten Macht und... Na komm, Vitalität. Okay, bestätigen. So, was haben wir hier? Schwere Rüstung. Vermindert den Angriffswertabzug um 8. Um 10, um 12, um 14 und wir könnten jetzt Experte werden. Das bringt uns... Der euch durch Nahkampf- und Fernkampfangriffe zugefügte kritische Schaden vermindert sich um 15%, wenn ihr eine schwere Rüstung tragt. Das ist sehr gut. Bestätigen. Schlafen. Hoffentlich nicht geweckt werden, weil die könnten uns hier den Weg blockieren. Gut. Ja, die sind da ganz hinten, keine Sorge. Na? Genau, da hinten sind die. Hier ist eine Tür. Oh, und hier hinten war was zum Anklicken. Genau. Boah, ist das dunkel. Hast du mal irgendeinen Lichtzauber, bitte? Dunkelsicht. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade aussieht, aber bei mir sieht es dunkler aus als vorher. Wesentlich dunkler. Ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Gut. Laufen wir jetzt erstmal eine Weile hin und her. In der Hoffnung, dass der Spruch gleich weg ist. Weil man ihn leider nicht abbrechen kann. Und dann sollten wir, wenn wir jetzt mal im Dorf sind, Fackellicht kaufen. Das bringt zwar nicht ganz so viel, aber es bringt wenigstens etwas. Und die Stimmung ist dann auch eher Dungeon-passender. Mit so mattem Fackelschein. Ah, Licht. Sehr gut. Oh. Hier ist ja auch noch eine Tür. Warte mal. Tür. Hätte ich ganz übersehen. Brauchen wir mal Schlüssel für. Okay. Oder den Hebel hier. Genau. Kisten, Kisten, Kisten. Aber nur eine öffnbare. Und nur Ramsch. Wobei, die Rüstung
Du hast eine Rüstung, du hast eine Lederrüstung minus 6. Du hast 11 minus 6. Gut. Kannst du leichte Rüstung tragen? Ja, kannst du. Minus 6 Angriffswert, aber das ist vollkommen Wumpe, denn sie hat keine Nahkampfwaffe. Und du hast deine Leinenrobe. Ja, das ist okay. So, das kann alles runterverkaufen. Da geht es leider nicht weiter. Okay. Das heißt, die Markierung können wir schon wieder wegnehmen. Löschen. Raus. Warum schreit Tirik, dass er sich stärker fühlt, wenn er die Präsenz von Gegnern wittert? Blutdurst. Na gut. Jupp, sie schießen Tirik in die Seite. Das ist kein Problem. Tirik ist ein starker Junge. Hauen. Hauen, hauen, nichts machen. Hauen, 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 weg mit dir. Sehr gut. Noch eine abgeschlossene Tür. Ein Elite-Bandit. Was bist du, Elite-Milizionär? Na gut, schießen, schießen. Schutz. Feuer. Wahahaha. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, bei jedem Punkte reinzusetzen. Erstmal brennen wir dich bitte weg. Wusch. Hauen. Hauen. Axt ist kaputt. Zeig mein Inventar. Ja, 10% weniger Angriffsdingens. Dann nimm doch einfach die hier, die eh viel besser ist als deine. Was? Achso, darfst du im Kampf nicht. Ah, okay, das ist gut. Also, das ist nicht gut für Tirik, aber es ist gut für das Spiel. Weil es das Ganze ein bisschen realistischer macht. Zoink. Angriff, Angriff, Eis. Angriff, Angriff, Angriff. So, jetzt aber weg mit dem Ding. Und eine ordentliche Axt in die Hand. Sehr gut. Kommt weg. Stufenanstieg für alle Verbleibenden. Gerugon. Gerugon könnte fast Wahrnehmung nehmen. Warte mal, du hast 14. Wie viel hast du? Du hast 6. Du hast 4. Also ja, es fällt wohl auf Gerugon, dass er das macht. Was bringt dir Wahrnehmung? Die Armbrust. Dann tauschen wir mal ganz. Achso, erstmal dahin. Dann tauschen wir mal die Armbrüste. Ah, du hast keinen Expertenrang. Schade. Da hätten wir noch die Wahrnehmung ein bisschen pushen können. Aber gut, wir machen bei ihm die Wahrnehmung jetzt möglichst hoch. Damit er mehr Fernkampfschaden macht und eventuell später dann die mechanischen Fallen besser bearbeiten kann. Was wäre schon schade, wenn wir so einen Aspekt des Spiels übersehen würden. Oder nicht den ganzen Loot rausholen, den wir rausholen könnten. Hust, hust. Also ja, Einstufenanstieg, alles auf Wahrnehmung. Bestätigen. Das war das eine. Skills. Wir könnten. Nee, wir wollten einen zweihändigen Kampf. Können wir nicht mehr, haben wir schon. Okay. Du trägst eine leichte Rüstung, richtig? Leichte Lederrüstung, hat aber auch minus 6 Angriffswert. Macht es Sinn, dass er nur leichte Rüstungen trägt? Ich denke nicht, weil seine Aufstiegsklasse. Also, er ist jetzt ja schon in Platte ausgerüstet hier auf dem Bild. Und seine Aufstiegsklasse wird noch paladinesker sein, denke ich. Ich gucke mal trotzdem ganz kurz, was leichte Rüstung für Boni hat auf Expertenmeister und Großmeisterrang. Genau, kritischer Schaden wird um 10% gemindert, genau wie bei der. Wo ist die schwere Rüstung? Da. Oh. Oh, oh, er kann gar nicht Großmeister werden bei der schweren Rüstung. Ja, okay, das zwingt das Ganze doch schon in eine bestimmte Rüstung. Genau, kritischer Schaden wird nochmal um 10% vermindert und auf Großmeister. Euer Rüstungswert steigert sich um 5, wenn ihr eine leichte Rüstung tragt. Ich weiß nicht, ob das so ins Gewicht fällt.
Ich meine, wenn später eine Platte 50 mehr Rüstungsklasse als eine leichte Rüstung hat, dann sind 5 Punkte jetzt nicht so die Welt. Du hast jetzt 15. Du hast 11. Also jetzt auf Tier 1 sozusagen ist der Unterschied schon 4 Punkte. Und ich denke mal, mit jedem Tier, also mit jeder Art von Rüstung, die man bekommt, wird das weiter auseinandergehen. Nächste Frage wäre halt, ob seine Aufstiegsklasse, also nicht der Söldner, sondern die nächste Klasse darüber, ob die vielleicht Meister werden kann in Schwerrüstung. Weil wenn wir dann jetzt auf leichte Rüstung gehen, meinetwegen bis Meisterrang, und dann fällt uns auf, sobald wir die nächste Klasse bekommen, also freigeschaltet bekommen, die Klasse nach dem Söldner, dass wir dann Großmeister werden, dann können wir ja nicht mehr umskillen. Also,